Willkommen hier bei Asphalt Art. Endlich, man muss es so sagen, mit einem Auto, auf das ich mich schon richtig lange freue. Wir fahren heute zusammen mit euch den neuen Skoda Octavia RS und zwar den richtigen. Nicht den Hybrid, sondern den 245 PS Benziner. Und guckt mal, wir fahren die Limousine und nicht den Kombi, denn ich muss es euch wirklich sagen, beim neuen Octavia finde ich die Limousine zum ersten Mal so sexy, dass ich tatsächlich überlegen würde, ob ich mir statt dem Kombi nicht vielleicht die Limousine hole. Ja, und jetzt viel Spaß mit dem Video. Los geht's wie immer mit dem Schlüssel, der sieht so aus und ist schon bekannt vom aktuellen Skoda Octavia, was ich ehrlich gesagt etwas schade finde. Der Schlüssel hat kein eigenständiges RS-Branding bekommen, aber genauso ist es auch beim Golf 8 GTI, der hat auch den ganz normalen Golfschlüssel. Los geht's mit dem aktuellen Skoda Octavia RS bei rund 37.500 Euro. Dieser Testwagen, den wir euch heute zeigen, kostet 47.500 Euro. Ja, ist eine Menge Geld, ist aber zum Teil eben günstiger als so manche Mitbewerber. Wenn ihr jetzt trotzdem sagt, das ist irgendwie ein bisschen zu viel für die Portokasse, ich nehme lieber jetzt, wo der neue RS da ist, vielleicht den Vorgänger als Gebrauchten, dann checkt ihn doch mit der Hilfe von CarVertical ab. Was ist CarVertical? Das ist ein Online-Dienst, wo ihr die Fahrzeugidentifikationsnummer eingibt und dann spuckt euch CarVertical einen Damage Report aus und da seht ihr so Sachen wie, was ist der letzte bekannte Kilometerstand? Wurde das Auto vielleicht mal als Taxi oder als Mietwagen benutzt? Wo wurde das überhaupt zugelassen? Wie ist denn die Historie, die so bekannt ist von dem Auto? Ist das vielleicht einmal durch ganz Europa gereicht worden? Gab es irgendwelche Schäden, die repariert wurden, von denen euch der Verkäufer vielleicht nichts erzählt? Und so weiter und so fort. Ja, und wenn ihr Glück habt, dann habt ihr damit natürlich ein paar echt kräftige Argumente für die Preisverhandlung an der Hand. Und wenn ihr euch gerade erst einen Gebrauchten gekauft habt, dann könnt ihr den auch mit CarVertical abchecken. Und wenn ihr das tut, tut uns einen Gefallen, unterstützt uns, indem ihr einfach auf den Link unter dem Video klickt und dort euer Auto oder euer zukünftiges Auto via CarVertical abcheckt. Wir gucken dem Skoda Octavia RS jetzt aber erstmal unter die Motorhaube. Ah, und guckt mal, Haubenlifter. Und wer hat keine Haubenlifter? Genau, der neue Golf 8 und auch nicht der neue Golf 8 GTI. Darunter schlummert ein 2 Liter Vierzylinder Turbobenziner mit 245 PS und 370 Newtonmeter. Und mit der Leistung läuft der aktuelle Octavia RS auf der Bahn auch stramm seine 250 Sachen. Wir machen ihm die Klappe wieder zu. Zack, wie passend zu dem krachenden LKW, der hier dahinter lang gefahren ist. Die Farbe, die ihr hier seht, heißt Velvet Rot und ich sag's euch ganz ehrlich, genauso würde ich ihn mir auch bestellen und ich sag euch auch warum, denn wir fangen hier an mit dem Design. Das, was ihr hier seht, das ist die maximale Konfiguration, das Skoda Crystal Lighting, das bedeutet Matrix-LED-Scheinwerfer, das ist vergleichbar mit dem aktuellen IQ Light, wie es zum Beispiel auch im Golf 8 ist. Der blendet euch vorausfahrenden Verkehr aus dem Fernlichtkegel aus, entgegenkommenden Verkehr und er dimmt sogar Verkehrszeichen ab, damit euch die Reflexion nicht blendet. Das ist wirklich eine super Technik und funktioniert auch sehr zuverlässig. Eigenständig macht den RS hier vorne dieses ganze hochglanzschwarze Design-Gelumpe. Ja? Ich finde das sehr schön und genau deshalb würde ich ihn auch in Velvet Rot bestellen, denn da kommt das natürlich ganz besonders gut raus. Auch wenn man hier weiter in die Mitte rüber geht, da macht er wirklich so ein riesengroßes, breites, ja, Haifischmaul oder sowas, so sieht das aus, auf. Auch der schwarze Kühlergrill, das ist so eine Mischung aus Hochglanz und Matt und der ist eingefasst in einer hochglanzschwarzen Spange und steht super aufrecht. Das macht diese ganze Schnauze wirklich sehr flach und trotzdem hier ja, sehr aggressiv aufrecht stehend. Also dieses ganze Auto sieht wirklich muskulös aus und ich finde so vom optischen Auftritt hat er dieses RS-Badge
absolut verdient. Hier oben dann der geflügelte Pfeil, Silber auf schwarzem Grund und dann so ein einzelner Powerdome quasi, der sich über die Motorhaube bis hier hinten rüberzieht. Ich finde, dass der Octavia RS wirklich ein gelungenes Auto ist. Und jetzt sage ich was, das wird wahrscheinlich alle VW und GTI-Fanboys ein bisschen treffen. Aber ganz ehrlich, wenn es nur ums Design geht und ich müsste mich zwischen Leon, Golf und Octavia entscheiden, ja, da würde sich mir die Frage gar nicht stellen. Da würde ich den Octavia nehmen. Der neue Octavia RS ist, so wie ihr ihn hier seht, als Limousine 4,7 Meter lang. Er ist 1,83 Meter breit und er ist 1,46 Meter hoch. Und jetzt habe ich eine Bitte an euch. Schreibt mir doch mal in die Kommentare. Ihr seht ja, das hier ist die Limousine. Welchen würdet ihr nehmen? Den Kombi oder die Limousine? Und wenn ihr uns bei Instagram folgt und das Video jetzt in den ersten 24 Stunden nach Upload schaut, dann könnt ihr sogar in diesem Moment live in unserer Instagram-Story abstimmen. Wenn ihr uns noch nicht bei Instagram folgt, dann tut das doch sehr gerne. Da würde ich mich echt richtig freuen. Und dann könnt ihr da mal drücken, eher Team Limousine oder eher Kombi. Ich bin immer noch so ein bisschen unschlüssig, einfach weil ich die Limousine in dieser Generation so dermaßen sexy finde. Hier an der Seite machen wir jetzt aber erstmal weiter mit den Rädern. In unserem Fall sind jetzt hier 18 Zoll Alufelgen drauf. Der Octavia RS kommt auch serienmäßig immer auf 18 Zoll Alus. Ihr könnt euch aber auch bis zu 19 Zoll Alufelgen ausstatten. Das Design müsst ihr euch jetzt mal so ein bisschen wegdenken, denn das sind schon Winterräder und die sind so in der Form jetzt nicht im Konfigurator. Spielt einfach mal ein bisschen bei skoda.de rum, denn ihr könnt euch das Auto schon konfigurieren und auch bestellen. Weiter geht es hier auf der Seitenlinie mit den Spiegeln. Die sind auch RS-typisch, genauso wie an der Front. Viele Designelemente schön in Hochglanz schwarz gehalten. Gefällt mir richtig gut, gerade im Kontrast zu diesem Velvet Red. Auch hier die Fenstereinfassung ist komplett Hochglanz schwarz und na klar, hinten schwarz getönte Scheiben. Ah, ja, ganz ehrlich, Mann, Velvet Red mit schwarzen Akzenten, das steht dem Auto einfach fantastisch. Und wenn ihr nochmal so ein Stück weiter weggeht und euch nochmal die Gesamtheit anguckt, fällt euch was auf. Wir haben euch den Octavia RS IV nämlich schon mal im Studio gezeigt und da haben viele von euch zu Recht drunter geschrieben, der ist ja hoch wie ein Bus. Ja, der hier ist jetzt nicht mehr ganz so hoch. Hätte der jetzt auch die 19 Zöller drauf, würde der noch ein bisschen satter dastehen. Denn für den richtigen RS, also den Benziner und auch den Diesel, gibt es dann auch das Sportfahrwerk. Und das ist tiefer als das Serienfahrwerk, was im Skoda Octavia RS IV verbaut ist. Weiter geht's an der Seite. Wir haben sowohl vorne als auch hinten. Yes! Keyless Entry und Keyless Close. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit dem Thema so eine Diskussion in den Kommentaren anstoße. Ich finde das schön, wenn ich hinten Keyless Entry habe, denn ich bin jemand, ich gehe alleine auf dieses Auto zu, will hinten die Tür aufmachen und eine Tasche reinschmeißen und dann vorne einsteigen und dann bin ich zu faul, ich sag's euch, wie es ist, immer erstmal da vorne hinzugreifen oder auf den Schlüssel zu drücken, um den aufzumachen. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß, es gibt unter euch auch welche, die sagen, nein, 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 hier darf kein Keyless Entry sein, denn ich kontrolliere hier immer, ob das Auto zu ist. Daran hatte ich vorher noch nie gedacht. Aber so verschieden sind da die Ansprüche. Wir gehen noch ein kleines Stückchen weiter. Hier oben, das Dach ist in Wagenfarbe und die Antenne hier hinten drauf ist auch hochglanzschwarz. Finde ich sehr schön. Und genauso hinten die große Heckscheibe. Die gucken wir uns aber gleich am Heck an. Und da sind wir auch schon am Heck und das ist echt der Punkt, an dem mir die Entscheidung sowas von schwer fällt beim aktuellen Octavia, nicht nur beim RS, sondern auch bei der normalen Limousine. Ich weiß noch, als ich in Prag bei der Weltpremiere von diesem Auto war und dann nochmal in Prag im Studio zum RS IV, habe ich schon gedacht, meine Güte, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Kombi und Limousine, ich wüsste es echt nicht. Ich glaube, ich würde die Limousine nehmen, obwohl ich echt ein großer Kombi-Fan bin. Und ich sage euch auch, warum. Erstens mal, wie diese getönte Heckscheibe hier hinten abfällt, ist ja mal obersexy, zumindest in meinen Augen. Und dann hier, da, das kann man ja schon fast Frittentheke nennen. Dieser Heckspoiler ist so groß, da kriege ich bestimmt einen Softdrink drauf abgestellt. Vielleicht auch eine kleine Portion Pommes. Für einen großen Burger ist er vielleicht zu klein, aber die Pommes und der Softdrink, die passen drauf. Und ich finde, das steht dem RS und das darf er auch, denn RS Rallye Sport, da darf ruhig ein bisschen verspoilert sein. Und außerdem, nur bei der Limousine ist dieser Spoiler schwarz und gerade wieder in Kombination mit Velvet Rot finde ich super.
Denn beim Kombi ist dieser Spoiler, der dann hinten an der Dachkante, bevor die Kofferraumklappe kommt, in Wagenfarbe lackiert. Das verstehe ich nicht. Bei der Studie war der auch hochglanzschwarz und das sah einfach viel schöner aus. Schade. Eine Etage tiefer, dann der Skoda-Schriftzug, natürlich auch in schwarz. Und wir reißen ihm mal die Klappe auf und schaut mal. Ich finde das wirklich ausgesprochen praktisch, dass hier die gesamte Heckscheibe mit hochklappt. Fast schon wie bei so einem Coupé und nicht einfach nur hinten der Deckel. Und dahinter kommen dann 600 Liter Kofferraumvolumen zum Vorschein. Und wenn ich die Rücksitzbank komplett umklappe, werden es 1666 Liter. Die Rücksitzbank, die kann ich selbstverständlich von hinten fernentriegeln und sie kann im Verhältnis 60 zu 40 umgeklappt werden. 60% auf der Beifahrerseite, 40% auf der Fahrerseite. Es gibt in der Mitte sogar noch eine Skidurchreiche. Und was ihr gerade gesehen habt, die Kofferraumklappe ist im Gegensatz zum Beispiel zum Golf elektrisch. Obwohl man da auch so fair sein muss und sagen muss, der neue Golf-Variant, der hat auch eine elektrische Heckklappe und der spielt dann im Größenverhältnis schon eher hier in einer Liga mit dem Octavia. Beziehungsweise der Octavia ist ja fast schon so groß wie ein Passat, ne? Wir machen ihm die Klappe wieder zu. Das geht entweder hier per Knopf oder per Fernbedienung oder per Fußgeste, egal ob auf und zu. Eine sehr praktische Sache. Und wir machen weiter hier an der Seite mit den Lichtern. Und da zeige ich euch jetzt direkt mal was. Guckt mal hier. Klar. Dynamische Blinker. Ich weiß, das braucht keiner. Ich finde es trotzdem sehr schön und freue mich jedes Mal, wenn ein Auto das hat. Das sieht irgendwie so modern aus. Alles, was ihr hier seht, ist LED-Technologie. Und jetzt gerade im RS stehen diese super flach gewordenen, aggressiv gezeichneten Scheinwerfer, die der neue Octavia bekommen hat, hier dem RS auch wirklich sehr, sehr gut. Darunter nochmal in schwarz Octavia. Hier nochmal so ein angedeuteter Luftauslass. Das ist nur Design, steht dem Auto aber gut. Und dann hier drunter in dem schwarzen Heckstoßfänger eine fette Auspuffblende. Ja, das ist eine Blende, aber sowohl hier links als auch rechts auf der anderen Seite kommt direkt dahinter das echte Abgasintro raus. Und diese Blende ist auch so konisch nach innen bis zum Abgasintro geformt. Ich finde das ausgesprochen gelungen. Allerdings muss ich sagen, für meinen Geschmack könnten diese Blenden auch ein Ticken kleiner sein. Da müsste der RS nicht ganz so dick auftragen. Allerletzter Punkt, die Rückfahrkamera, die sich hier in der Mitte befindet, die ist leider nicht hinter einer Schutzklappe verborgen. Gerade jetzt, wenn es immer mal wieder nass ist, hat man da ein bisschen Dreck hinten drauf. Aber ihr habt eine Waschdüse für alle, die nicht wissen, wie man die betätigt. Wenn ihr im Rückwärtsgang seid, einfach mal den Scheibenwischerhebel nach vorn durchdrücken, als würdet ihr hinten die Düse vom Scheibenwischer benutzen. Und dann geht auch die Waschdüse für die Rückfahrkamera mit an. Der allgemeine Qualitätseindruck hier im Innenraum vom neuen Skoda Octavia RS ist sehr hoch. Und ich würde auch sagen, dass ich mich hier drin auf jeden Fall hochwertiger aufgehoben fühle als zum Beispiel im neuen Cupra Leon oder auch im Golf 8 GTI. Da macht einfach der Octavia alles in allem den hochwertigeren und ja auch hochpreisigeren Eindruck, obwohl er sich bei den dreien ja eher so in der Mitte ungefähr einordnet. Das liegt an verschiedenen Sachen. Angefangen mit diesem wirklich tollen Lenkrad. Ich finde das neue Lenkraddesign bei Skoda sehr schön und gerade hier im RS finde ich das Lenkrad ganz besonders schön, denn im Gegensatz zum normalen Octavia haben wir hier serienmäßig ein Dreispeichen-Sportlenkrad mit an Bord. Unten abgeflacht, links und rechts gelochtes Leder, dazu rote Ziernähte im Kontrast, so wie unser Auto, Velvetrot. Das passt einfach sehr gut. Und dahinter Schaltwippen, die sind zwar aus Kunststoff, so wie immer bei Volkswagen, Skoda oder auch Seat bzw. Cupra, aber sie sind so ein bisschen größer und ein bisschen massiver ausgeformt als zum Beispiel im Golf. Und da komme ich sehr gut ran und es fühlt sich einfach so ein Ticken hochwertiger an. Cool gemacht, Skoda. Außerdem finde ich es wirklich wahnsinnig schön, dass, wenn ich mich hier umgucke, ich nicht so diese ausschließlich und rein aus Touch bestehende Landschaft vor mir habe. Ich habe zwar hier in der Mitte ein großes 10 Zoll Touch-Display, der Head Unit, auf dem ich mich hier wischend durch das System navigieren kann, was übrigens gefühlt irgendwie auch schneller läuft als ja, bei VW selbst. Hier läuft zwar auch die MIB3-Plattform drauf, aber es ist so ein bisschen gecleant wirkt. Das ganze System wirkt noch etwas flacher.
Außerdem habe ich hier vor mir ein volldigitales Cockpit. 10,25 Zoll ist das groß und darüber dann auch noch zusätzlich ein Head-Up-Display. Das ist genau das gleiche Head-Up-Display wie im Golf 8. Dementsprechend gut funktioniert das auch. Ich sehe alles, was ich sehen muss. Und das wirkt dadurch einfach wirklich unheimlich erwachsen und hochwertig, das Auto. Und außerdem, was mir echt gut gefällt, egal ob hier in der Tür oder hier oben auf dem Dashboard, da ist nochmal so eine Lage Alcantara mit einer roten Kontrastziernat. In der Tür ist nochmal eine Bahn Alcantara. Selbst hier links neben dem Lenkrad, diese kleine Fläche ist nochmal mit Alcantara bezogen. Drunter dann so ein Carbon-Imitat. Man sieht, das ist kein echtes Carbon, das sieht aber trotzdem gut aus. Es sieht sportlich und hochwertig aus. Und auch hier oben das Dashboard, das ist alles weich, kein Hartplastik. Echt krass. Hut ab, Skoda. Das einzige, wo Hartplastik ist, wie immer, hier der Mitteltunnel, wo man halt dann das Knie auf langen Fahrten anlehnt. Das finde ich immer so ein bisschen schade, aber okay. Wir sind ja hier auch immerhin in der Mittelklasse. Da kann ich dem Octavia RS das schon verzeihen. Außerdem tragen die wirklich Skoda-typisch hervorragenden Sitze unheimlich zum Qualitäts- und Komforteindruck in diesem Auto bei. Wir haben hier im Octavia RS serienmäßig natürlich die Sportsitze, die sind schön ausgeformt, die sehen wahnsinnig gut aus. In unserem Fall sind die jetzt in der Mitte so mit Stoff bezogen, es sieht fast aus wie Alcantara. Links und rechts wird das Ganze dann so ein bisschen umspielt von Leder. Sie sehen super motorsportlich aus, gefällt mir vom Design wahnsinnig gut und ich sitze auch gut da drin. Die Kopfstütze ist integriert, ich habe einen gewissen Seitenhalt, kann den Octavia RS ja auch mal ein bisschen über die Landstraße scheuchen und habe keine Angst, hier nach links und rechts aus dem Sitz zu rutschen. Und trotzdem sind sie nicht so übermäßig gewollt, gezwungen, sportlich, dass ich mir irgendwie hier Hüftschaden hole oder sowas. Ja, so wie das bei manchen anderen ist, zum Beispiel im Ford Fiesta ST als Beispiel mal genannt. Die sind wirklich super eng, die Sitze. Die hier sind dann doch eher auf der bequemeren Seite des Lebens. Und genau das muss so ein Octavia RS in meinen Augen ja auch können. Denn er muss auch ein souveräner Begleiter auf der Langstrecke sein. Und wo wir hier gerade noch so am Ortsausgang unterwegs sind, mal noch ein paar Worte zum Thema Übersichtlichkeit, Rundumsicht hier im Octavia RS. Wir fahren ja nun jetzt hier die Limousine und die, Überraschung, unterscheidet sich nur durch das Heck vom Kombi. Und das macht sich auch wirklich ganz deutlich in der Übersicht bemerkbar. Links und rechts und nach vorne raus finde ich das Auto sehr übersichtlich. Ich kann super einschätzen, wo das Ganze aufhört und wo ich noch durchpasse und wo vielleicht nicht. Hinten raus dieses wunderbar, ja, flach und steil abfallende Heck, flach und steil gleichzeitig, dieses schöne Heck, das sieht natürlich wunderbar aus von außen, aber das sorgt auch dafür, dass die Heckscheibe sehr flach ist. Und ich sag mal, wenn ich hier in den zentralen Rückspiegel gucke, ich sehe die gesamte Breite, aber dieser Sichtschlitz durch die Heckscheibe ist so flach, dass er nur ungefähr ein Drittel der Höhe des Rückspiegels einnimmt. Und das ist am Anfang ja schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es geht. Es gibt Autos, da ist das noch schlimmer, aber das sollte einem bewusst sein. Gerade so beim Rückwärtsrangieren oder sowas, da sieht man nach hinten raus einfach nicht so viel. Im neuen Skoda Octavia RS stehen euch insgesamt 4 Fahrmodi zur Verfügung. Die da wären Eco, Komfort, Normal und Sport. Obendrauf gibt es dann noch einen Individualmodus, den ihr euch frei konfigurieren könnt. Wir sind jetzt im Normalmodus unterwegs und hört mal genau hin, wenn ich so ein bisschen ans Gas gehe. Ja, habt ihr das gehört? Machen wir das nochmal. Dann brummelt der ganz schön los und das ist natürlich nicht echt, sondern das ist ein Soundgenerator und ich finde den Soundgenerator im Allgemeinen gar nicht mal schlecht. Ich finde aber so im Automatikfahrmodus, wo das Auto alles selbst entscheidet, könnte der ruhig ein bisschen leiser sein, denn ich finde da brüllt der schon ganz schön vehement los und im Sportmodus wird das dann noch mehr. Und in den Sportmodus wechseln wir jetzt mal, denn wir fahren zusammen auf die Autobahn. Der Sportmodus beeinflusst in unserem Fall, weil es hier ausgestattet ist, auch das DCC. Was bedeutet das? Das Fahrwerk wird härter, straffer. Wir haben hier eine serienmäßige Progressivlenkung. Die wird etwas direkter, sportlicher. Das Gaspedal wird etwas direkter und spitzer angenommen. Außerdem schaltet das Getriebe NS, das heißt, die Gänge werden weiter ausgedreht und auch schneller geschaltet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Limousine vom Octavia RS fühlt sich, gerade hier auf so einer Autobahnauffahrt, ist so ein bisschen feucht, wir haben Winterreifen drauf.
fühlt sich, ehrlich gesagt, irgendwie kleiner und leichter an, als sie eigentlich tatsächlich ist. Also das Auto fühlt sich sehr, sehr, sehr agil an und sehr sicher. Denn ihr habt es ja gerade gesehen, wir hatten so zwischendurch auf so ein bisschen feuchten Flecken auch so ganz leicht Traktionsabrisse auf der Vorderachse. Das kündigt sich aber sehr schön an und das ist heutzutage fast schon eine Seltenheit in so einem modernen Auto. Aber hier im Octavia S spürst du wirklich genau, jo, alles klar, hier geht jetzt noch ein bisschen was oder hier geht es halt nichts mehr. Und wir geben jetzt mal zusammen Gas. Wir sind auf die Autobahn aufgefahren mit 100 und da stehen schon die 160, 80, 90, 200, 210, 220, uns wird sogar Platz gemacht, Überholprestige, hat er, Haken dran, 230, 240, und jetzt wird es so ein bisschen zäh, aber okay, 245 PS, ne? 244, ja, 244, ich habe es schon ausprobiert, wir fahren jetzt mal ein bisschen langsamer, ich habe es schon ausprobiert, der Octavia RS, der fährt auch seine 250. Nochmal kurz zur Erinnerung, unter der Haube schlummert ein alter Bekannter, nämlich ein rein Vierzylinder Turbobenziner mit 245 PS und 370 Newtonmeter und so bis 200, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, zieht der ganz schön männlich durch. Wir schalten hier erstmal wieder in den Komfortmodus. Und ab 200, ja gut, da geht ihm so ein bisschen die Puste aus. Aber hey, man muss auch sagen, es sind auch nur in Anführungszeichen 245 PS und 370 Newtonmeter. Also so ein Golf R zum Beispiel oder so ein GTI TCR, der zieht ab 200 deutlich strammer durch als hier der Octavia. Was ich hier auf der Autobahn ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm finde, das sind die Fahrgeräusche. Wir fahren jetzt nur 125 und ich finde, es ist nicht laut, ne? Das ist zu viel gesagt. Laut ist es nicht, aber die Fahrgeräusche sind schon sehr, sehr deutlich. Wenn ich jetzt mal meine klassische Reisegeschwindigkeit ansteuere, 140, ja, also ich sag mal, es ist so laut, dass ich das Bedürfnis verspüren würde, würde ich jetzt ein Telefonat führen, ein bisschen langsamer zu fahren, so 130. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Man muss an dieser Stelle aber auch dazu sagen, unser Octavia RS steht im Augenblick auf Winterreifen. Die tun natürlich zu dem Geräuschniveau noch ihr Übriges dazu. So viel Fairness muss an dieser Stelle sein. Hier auf der Autobahn können wir uns jetzt auch mal die Assistenzsysteme im aktuellen Octavia RS genauer angucken, denn das sind einige. Wir haben hier nämlich an Bord den Travel Assist von Volkswagen. Das bedeutet, der Octavia RS vereint einen abstandsgeregelten Tempomat mit einem prädiktiven Tempomat, der Verkehrszeichen liest und auf im Navi hinterlegte Informationen zurückgreift. Das bedeutet, wenn ihr mit Tempomat fahrt, ist es fast unmöglich, zu schnell zu fahren, denn das Auto weiß schon, bevor die Geschwindigkeitsbegrenzung kommt, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung kommt und setzt dann den Tempomat automatisch auf die entsprechende Geschwindigkeit. Außerdem hält der Tempomat natürlich den Abstand zum Vordermann und er hält euch auch sehr souverän in der Spur. Das ist wirklich ganz angenehm und da zeigt der Octavia RS eben einfach, dass er in seinen Grundfesten Octavia ist und auch super geeignet ist, um lange Strecken zu fahren. Außerdem gibt es hier drin natürlich einen aktiven Totwinkelassistent und die LEDs dafür sind nicht im Spiegelglas, sondern im Spiegelgehäuse. Das finde ich sehr angenehm. Was ihr hier euch natürlich auch noch ausstatten könnt, ist eine 360-Grad-Kamera und Park-Distance-Control vorne und hinten. Ein City-Notbremsassistent, der sowohl auf Fußgänger als auch auf Fahrradfahrer reagieren kann. Also hier ist wirklich für alles gesorgt. Alles, was man sich zurzeit so vorstellen kann, kann man sich hier rein konfigurieren. Außerdem eben natürlich, wie im Exterieur schon gesagt, das Matrix-LED-Licht, was auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ja, und wenn man dann halt so dahin rollt mit seiner Reisegeschwindigkeit 140, dann gucken wir noch mal kurz auf den Verbrauch. Da stehen jetzt 10,9 Liter, allerdings auch unter Drehbedingungen. Ich tippe jetzt mal, dass ihr den Octavia RS relativ schmerzfrei so zwischen 7 und 10 Liter im Alltag fahren werdet. Ich habe leider nicht so viel Zeit mit dem Auto, aber ich denke, das ist ein realistischer Wert. Ja, und ich finde, das ist ganz okay für so ein Auto. Ihr habt ja hier auch ziemlich viel Platz, auch hinten. Und hinten ist auch ein ganz gutes Stichwort. Da sitzt es sich nämlich auch sehr, sehr gut. Ich habe genug Platz hinter mir selbst. Auch mit meinen 1,84 Meter kann ich locker hinter mir sitzen. Auch die Kopffreiheit ist, obwohl die Limousine hier hinten abfällt, noch gegeben.
Aber genug auf der Autobahn rumgegurkt, über Verbräuche gesprochen und Assistenzsysteme erläutert. Warum kaufe ich mir denn einen Octavia RS? Na klar, damit ich eben auch auf der Landstraße mal ein bisschen Gas geben kann und damit ich ein Auto habe, was nicht einfach nur mehr Leistung hat, sondern was vielleicht tatsächlich ein deutlich größeres Maß an sportlicher Fahrweise zulässt als so ein normaler Octavia, denn immerhin ist es ja ein RS. Und RS steht nicht umsonst als Kürzel für Rallye-Sport bei Skoda. Und was machen wir dafür? Klar, als erstes drücken wir auf den Fahrmodus-Schalter und stellen den Fahrmodus mal wieder auf Sport. Der Soundgenerator generiert wieder wie die Sau. Und als zweites lassen wir das Ortsausgangsschild hinter uns und dann trampeln wir einfach mal so rein beim Rausbeschleunigen auf die Landstraße. Und ich muss sagen, das fühlt sich schon sehr, sehr souverän an. Ja, so ein Golf 8 GTI ist vielleicht so ein Müh schneller, weil das Auto nicht ganz so groß ist. Aber ich sage euch eins, so ein Octavia RS fühlt sich mit seinen 245 PS einfach unheimlich treffend, genau auf den Punkt motorisiert an. Es ist nicht zu viel, es ist auch nicht zu wenig. Ich habe nicht das Bedürfnis irgendwie nach 50 PS mehr, wie in so einem Golf R oder sowas. Es ist, finde ich, genau die goldene Mitte. Er verbraucht nicht so irrsinnig viel und hat trotzdem sehr, sehr viel Leistung. Das Auto fühlt sich unheimlich souverän an. Und auch, wenn man mal hier so eine A-Klasse vor sich hat, die auf der Landstraße mit 60 vor einem rumschleicht, kein Problem, Blinker links. Und zack, da sind wir vorbei und da stehen auch schon wieder die 100 auf dem Tacho. Das fühlt sich echt gut an und das gefällt mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Octavia ist nicht so ganz so spitz, sage ich mal, wie so ein GTI, auch wenn so ein GTI jetzt kein überspitzes Auto ist, aber man merkt einfach, der Octavia ist ein bisschen der gediegenere. Der will halt mehr Familien ansprechen und ich glaube, das ist auch genau der Kundenkreis, der sich so ein Auto kauft. Ja. Ich kriege hier locker zwei Kinderwagen in den riesen Kofferraum, schön zwei Kindersitze auf der Rücksitzbank und am Wochenende, wenn ich mal so ein bisschen einen Rappel bekomme, dann nehme ich mir einfach meinen Octavia RS, schmeiß die Kindersitze raus, mache den Kofferraum leer und prügel ihn über die Landstraße und das geht echt gut und fühlt sich echt gut an. Cool gemacht und eine Sache vielleicht noch zur Fahrdynamik. Der RSiV, also der Hybrid RS, wurde von einigen Kollegen kritisiert, weil das Auto so schwer ist und er sich dadurch erstens nicht ausreichend motorisiert anfühlt und zweitens man natürlich auch das Gewicht merkt in der Kurve auf dem Fahrwerk, der schiebt sofort über die Vorderachse. Das ist hier im normalen RS mit 2 Liter Benziner absolut nicht der Fall. Ich meine, guckt euch das mal an, der Ort ist zu Ende und hier kommt eine ganz scharfe Rechts-Links-Kombination. Auf richtig unebener Straße. Krass, also der lenkt echt unglaublich agil ein und fühlt sich einfach alles in allem sehr agil und sportlich an. I like. Für mich hat sich der neue Skoda Octavia RS mit seinem 2 Liter Benziner, 245 PS und 370 Newtonmeter sein RS-Badge wirklich verdient. Es macht einfach Spaß, das Auto zu fahren. Er ist schnell auf der Autobahn. Er ist nicht sinnlos hart und sportlich im Alltag, sondern bietet noch einen sehr großen Restkomfort. Und trotzdem ist es cool, damit zügig über die Landstraße zu bügeln. Das macht einfach Spaß. Und deshalb sage ich euch jetzt hier ganz ehrlich, in dem Dreiergestirn, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, Cupra Leon, Golf 8 GTI, Skoda Octavia RS, würde ich immer den RS nehmen. Er fühlt sich am hochwertigsten an, er fühlt sich am erwachsensten an und er fühlt sich am alltagstauglichsten an. Das hat mir richtig gut gefallen. Bleibt nur noch die Frage Limousine oder Kombi. Und nach diesem Tag sage ich erstaunlicherweise Limousine, denn ich finde sie einfach unglaublich schick, obwohl ich sonst immer bei fast allen anderen Fahrzeugen den Kombi nehmen würde. Schreibt mir gerne mal drunter, wie ihr das seht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt sehr gerne auf den Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal. Darüber würde ich mich sehr freuen, denn dann verpasst ihr keine kommenden Videos. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal auf dem Asphaltart Instagram-Kanal vorbeiguckt und auch beim Alex auf dem Instagram-Kanal. Die sind beide in der Videobeschreibung verlinkt. Und checkt euer Auto mit Carvertical ab. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!